Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Gut, dann legen wir los, oder? Ja. Gut, also zunächst einmal ganz herzlich willkommen und ich begrüße zunächst im Backoffice die Frau Professor Peter. Hallo Andrea, schön, dass du bei uns bist und Fragen im Hintergrund beantwortest. Hallo liebe Sabine, hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank, Andrea. So, hallo liebe Sandra, auch dich begrüße ich natürlich ganz herzlich. Wir machen das ja jetzt hier zusammen und ja, ich fange einfach mal an. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Für die meisten ein anstrengendes, ungewohntes und spannendes Jahr mit vielen Veränderungen und Herausforderungen. Und jetzt stellt sich halt für jeden von uns die Frage, wie wir trotz Unruhe und Unsicherheit den Fokus neu justieren können, uns neu motivieren können, uns motivierende Ziele für das Jahr 2021 setzen können und mit neuem Elan starten können. Und dazu begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar Gute Vorsätze, Ziele definieren. Und wir, das sind zum einen... Ja, mein Name ist Sandra Gärtner. Auch von mir nochmal ein ganz, ganz herzliches Hallo. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind heute. Und mein Name ist Sabine Kind und auch ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und wir gemeinsam freuen uns darüber, mit Ihnen gemeinsam in die Weihnachtstage starten zu können und hoffen, dass wir Ihnen einige wertvolle Anregungen und Impulse mit auf Ihren beruflichen und privaten Weg geben können. Okay, schauen wir uns einfach mal an, was wir hier so machen. Die Sandra und ich, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld dazu ausgetauscht, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Webinar erreichen? Was ist denn das Ziel dieses Webinars? Was wollen wir? Wir wollen Ihnen Impulse mit auf den Weg geben. Wir wollen Ihnen vielleicht auch das eine oder andere praktische Tool mit auf den Weg geben. Und dazu zunächst einfach mal, ja, was ist unser Ziel? Und dann kamen wir eben auf diese Agenda. Zunächst mal beschäftigen wir uns damit, was sind Ziele überhaupt? Was ist ein Ziel ganz allgemein? Wir reflektieren gemeinsam das Jahr 2020 und wir schauen uns auch einfach mal unsere Hauptakteure, die Unternehmen, die Mitarbeiter, also auch unsere Studierenden an und natürlich auch die Mitglieder. Und zum Schluss ziehen wir ein Fazit und geben noch einen kleinen Ausblick. Und ich habe ja schon zu Beginn gesagt, unser Hauptziel sind die Impulse, die wir Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchten und die Sie auch fröhlich und motiviert mit in die Weihnachtsfeiertage nehmen sollten. So, Sandra, du bist da. Ja, danke schön, Sabine, für die schöne Einleitung. Ich möchte gleich mal zu Beginn unsere zwei Begriffe des Titels aufnehmen. Vorsätze und Ziele. Was sind Vorsätze? Vorsätze auf der einen Seite sind ganz bewusst entschlossene Absichten, die wir uns vornehmen für einen gewissen Zeitraum. Dagegen sind Ziele etwas, was wir ganz bewusst ansteuern, oftmals auch zu einem gewissen Zeitpunkt erreichen möchten. Da steckt ein Plan dahinter. Und an der Stelle möchte ich Sie auch schon direkt mal mitnehmen, einladen. Haben Sie sich denn schon Vorsätze oder einen Vorsatz für das neue Jahr definiert oder haben Sie sich auch schon Gedanken zu Ihren Zielen oder einem bestimmten Ziel für das neue Jahr gemacht? Da gebe ich Ihnen einfach mal kurz auf den Moment vielleicht so, sich selbst nochmal zu reflektieren. Und ich möchte natürlich auch gerne, Sabine, von dir mal wissen, hast du dir denn schon Gedanken zu Vorsätzen oder auch Zielen gemacht? Also spätestens bei der Vorbereitung des Webinars, ja, natürlich, aber auch schon im Vorfeld. Also mein Vorsatz ist, ich möchte doch verstärkt auf meine Gesundheit achten. Und ja, danke. Und das Ziel oder die Ziele, die ich dazu habe, ist schon ganz klar auch, dass ich mich nochmal intensiver mit einer Trainingsplanung und Durchführung auseinandersetzen möchte und mir da auch gegebenenfalls einfach Hilfe, ich meine, wir sitzen hier vor Ort, von einem Kollegen holen möchte, weil ich
kennt mich. Ich nehme dann immer so die Übungen, die ich sehr gerne mache. Aber natürlich möchte ich auch mal wieder neue Übungen ausprobieren, um meinem Vorsatz Gesundheit weiter entgegenzukommen und natürlich dann auch mein Ziel, ich achte auf meine Gesundheit, dem einen ganzen großen Schritt näher zu kommen. Ich gebe die Frage mal zurück. Sandra, hast du dir Gedanken gemacht zu deinen Vorsätzen und Zielen? Ja, also erstmal finde ich deine Vorsätze und Ziele sehr, sehr schön. Ich habe mir auch natürlich Gedanken dazu gemacht und die, die mich vielleicht schon kennen, wissen ja auch, dass ich mit dem Thema Achtsamkeit mich schon länger beschäftige. Und ich möchte das eben auch noch weiterhin für das neue Jahr mitnehmen, wirklich achtsam im Umgang mit mir, mit anderen, auch bewusst das Hier und Jetzt wahrnehmen und einfach das auch genießen, was da ist. Und ja, das ist so mein Vorsatz, meine feste Absicht, dass ich da diese Achtsamkeit mehr lebe. Bei den Zielen hingegen, da habe ich mir so ein bisschen eher auch auf der beruflichen Seite meine Ziele gesetzt. Also Lehrgänge, die wir schon haben, einfach noch mit weiteren Inhalten, interessanten zusätzlichen Inhalten, Input ergänzen. Und da gibt es auch schon so ein bisschen eine Zielsetzung, aber wir gehen ja schon noch näher darauf ein, was da überhaupt generell so dahinter steckt. Dann sehe ich schon, dass wir uns im kommenden Jahr auf jeden Fall gegenseitig nochmal an unsere Vorsätze und Ziele erinnern werden. Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Sehr gerne. Ja. Ich finde es auch schön, dass wir eben jetzt gerade, also auch Ihre Ziele, Ihre Vorsätze können natürlich auch auf der einen Seite eher beruflicher Ebene sein, es können aber auch private Ziele sein. Und deswegen, wir wollen uns hier einfach wirklich auch mit beidem auseinandersetzen. Sie können sich sowohl auf sich reflektieren im privaten, aber natürlich auch sehr gerne im beruflichen Kontext. Und an der Stelle ist es vielleicht nochmal sinnvoll, dass wir uns einfach nochmal bewusst den Begriff Ziel anschauen. Ja, was ist denn überhaupt ein Ziel? Ein Ziel ist eine Sollgröße, mit der ein Ist-Zustand verglichen wird, der so lange zu bearbeiten ist, bis er dem Sollzustand entspricht. Das heißt nochmal ganz klar, hier sind zwei Botschaften auch drin. Zum einen müssen wir uns erstmal bewusst werden, wie ist denn mein aktueller Stand, Status quo, also der Ist-Zustand. Und aber auch auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, mein Sollzustand. Also wohin soll die Reise denn auch letztendlich gehen? Beides ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt Ziele verfolgen zu können. Und ja, welche Arten und unterschiedlichen Ziele es gibt, das erklärt uns jetzt noch Sabine. Genau, und wir schauen uns jetzt einfach die Arten einfach mal an. Überlegen Sie auch mal, Sie kennen bestimmt die eine oder andere Art, vielleicht nicht bewusst, aber auch hier sind Sie natürlich ganz herzlich dazu eingeladen, das Ganze einfach mal zu reflektieren und dass die eine oder andere Art des Ziels oder der Ziele läuft uns auch im Webinar nochmal über den Weg. Ziele und Motivationsforscher differenzieren zum Beispiel zwischen den Begriffen Vermeidungsziel, das sind die klassischen Von-Weg-Ziele, also ich möchte von etwas weg, ich möchte mich aus einer Mangelsituation, aus einer Situation befreien. Man könnte es jetzt auch mal in Anführungsstrichen, ich laufe vor etwas weg. Ja, und dann gibt es eben auch diese Hinzuziele. Laufe auf etwas zu, ich gehe auf etwas zu, ich möchte zu einem Idealzustand oder ich möchte zu meiner Wunscherfüllung. Und dann gibt es ganz klassisch die Prozess- und die Ergebnisziele. Ergebnisziele ist so das große Endergebnis und die Prozessziele sind die Schritte zu dem Ergebnisziel. Also die Prozessziele, ich greife jetzt mal so ein bisschen im Voraus, man könnte auch sagen, das ist der Weg zum Ziel. Und das heißt, die Ergebnisziele beschreiben den Endzustand. Und die Erhaltungsziele, es kann ja durchaus sein, dass man sagt, wir haben schon ein Ziel erreicht, wir möchten das jetzt einfach beibehalten. Das ist gut so, wie es ist. Natürlich auch hier immer wieder
reflektieren, ist es wirklich gut so, aber wir behalten den Zustand bei und das ist einfach das Erhaltungsziel. Ja, das sind so die verschiedenen Arten und die laufen uns halt im Laufe dieses Webinars immer weiter über den Weg. Und ich komme jetzt einfach mal zur nächsten Folie. Hier haben wir nämlich im Prinzip schon das Oberziel oder auch das Ergebnisziel. Und hier macht es immer Sinn, ein Oberziel zu formulieren. Aber ganz, ganz wichtig, vielleicht kennen Sie das auch, ist das Ziel zu klein? Ist es nicht motivierend genug? Dann verlieren Sie das Ziel, sobald die erste Herausforderung auftritt, das erste Problem auftritt, verlieren Sie das Ziel relativ schnell aus den Augen. Das heißt, Ihr Oberziel, man könnte es auch mit einer Vision umschreiben, muss eine Sogwirkung, muss eine motivierende Wirkung auf Sie haben. Also so ist es besser nicht. Das heißt, mit anderen Worten, das Oberziel muss so groß, so motivierend sein, dass egal welche Herausforderung, welches Problem Ihnen über den Weg läuft, Sie das Ziel niemals aus den Augen verlieren. Das muss Sie motivieren. Sie wollen alles daran legen, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ganz, ganz wesentlich und wichtig. Wie gesagt, wir können den Begriff Oberziel auch durch eine Vision, durch meine Vision ersetzen. Was ist denn Ihre Vision? Haben Sie schon eine Vision? Haben Sie schon ein Oberziel? Sandra, hast du eine Vision? Meine Vision ändert sich tatsächlich auch, aber ja, also ich habe schon auch Visionen, genau. Aber du hast es jetzt eigentlich schon ganz gut, sage ich mal, vorbereitet auf das, was ich jetzt im Nachgang da noch untermalen möchte. Du hast es angesprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Ziele vor Augen haben. Du hast es als motivierende Ziele, als das Oberziel genannt. Und das ist auch untersucht worden tatsächlich mal, wie wichtig es ist, Ziele zu definieren. Und dazu gibt es eine sehr interessante Studie, diese Harvard-Studie aus dem Jahr 1979, ist also schon ein paar Tage her, aber sie ist sehr, sehr aussagekräftig. Und wenn Sie jetzt schon einen Blick drauf werfen, bei dieser Harvard-Studie wurden eben an der University of Harvard Absolventen befragt und dann über einen Zeitraum von 10 Jahren abgewartet und eben nochmal erneut befragt. Und zwar ging die Befragung ganz klar dahin, welche Ziele haben die Absolventen nach dem Abschluss. Und wie Sie hier deutlich sehen, haben 83% keine klaren Ziele nach dem Abschluss definiert. Die nächste Gruppe, 14%, haben auf der einen Seite zwar klare Ziele definiert, aber sie haben sie nicht schriftlich fixiert. Und nur 3% von den Absolventen haben klare Ziele gehabt und haben diese auch wirklich schriftlich festgehalten, also für sich fixiert. Und jetzt wollen Sie auch wissen, was das Ergebnis eigentlich aus dieser 10-jährigen Längsschnittstudie ist. Jetzt kommt's. Von diesen 14%, die ihre Ziele zwar klar definiert haben, aber nicht schriftlich fixiert, haben tatsächlich im Durchschnitt nach 10 Jahren eben alle 3-mal so viel verdient wie die Gruppe 1. Das heißt, die, die eben weder klare Ziele hatten, noch eben natürlich auch fixierte Ziele schriftlich festgehalten. Und jetzt noch interessanter, wie ich finde, von diesen 3%, die Ziele zum einen klar vor Augen hatten und schriftlich fixiert haben, haben im Anschluss nach diesen 10 Jahren eben auch hier alle durchschnittlich circa 10-fach so viel verdient wie die in Gruppe 1. Vielleicht schlucken Sie auch, ich musste auch beim ersten Mal schlucken. Ich habe da schon mal da was davon gehört, aber mir war es nicht bewusst, wie extrem es ist. Das heißt für uns auch ganz, ganz klar, wie wichtig tatsächlich es zum einen ist, wie du erklärt hast, Sabine, dieses Oberziel, diese Vision vor Augen zu haben, aber eben auch das Ganze wirklich schriftlich fixieren. Das ist eigentlich so, sage ich jetzt mal hier auch aus dieser Studie nochmal
deutlich erkennbar. Das ist so auch so ein Schlüsselmoment eben, der wirklich auch nochmal zum Erfolg, zur Erreichung beiträgt. Und ja, Zielformulierung, ich habe es jetzt schon ein paar Mal in den Raum geworfen, ist natürlich auch wichtig, aber wie kann man denn überhaupt Ziele formulieren? Also wie kann ich die jetzt einfach auch schriftlich festhalten, wo auch immer? Und da gibt es eine schöne sogenannte Smart-Formel, die hat sich eigentlich auch aus dem Projektmanagement bewährt. Und deshalb wollen wir die Ihnen auch auf jeden Fall jetzt mal an der Stelle noch mal kurz ausführlich erklären. Ja, vielen Dank, liebes Handy. Auch ich habe geschluckt, als wir diese PowerPoint durchgegangen sind und du mir diese Harvard-Studie präsentiert hast. Und für mich habe ich dann auch noch mal so überlegt, oh, ich muss meine Ziele auch auf jeden Fall schriftlich fixieren. Und genau, die Sandy hat es ja jetzt auch sehr schön, oder die Sandra, Entschuldigung, hat es ja jetzt auch sehr schön formuliert. Ziele fixieren und eben aus unserem Oberziel, aus unserer Vision kleine Teilziele herunterbrechen und das eben nach der SMART-Formel. Und SMART steht hier eben für spezifisch. Das heißt, letzten Endes, das Ganze ist präzise in der Gegenwartsform zu formulieren und beschreibt ein konkretes Verhalten oder einen bestimmten Zustand. Ganz wesentlich auch wirklich die Gegenwartsformulierung wählen. Also im Prinzip, als hätte man dieses Ziel schon erreicht. Das nächste ist dann eben messbar. Das heißt letzten Endes, das Ziel muss fassbar, muss berechenbar sein, wie oft, wie viel, wirklich anhand von messbaren Daten und Fakten formulieren. Das hat auch wieder eine motivierende Wirkung. Das sind ja jetzt im Prinzip kleine Prozesse, kleine Prozessziele, die zu unserem großen Oberziel führen. Das A in der SMART-Formel steht für attraktiv. Also es muss ein lohnendes Ziel sein. Sie müssen sich dieses Ziel konkret vorstellen. Sie müssen es sich vor Augen führen, eine positive emotionale Bindung zu dem Ziel aufbauen. Nochmal diese Sogwirkung, ganz, ganz wichtig. Und psychologisch haben sich in der Regel Hinzuziele als attraktiver erwiesen. Das muss aber jeder für sich auch so ein bisschen ausprobieren. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mag auch manchmal von Wegziele. Also Schmerz ist für mich auch eine motivierende Kraft, aber in der Regel sind es doch eher die Hinzuziele. Dann haben wir noch das R für realistisch. Also wie realistisch ist es, dass Sie das Ziel auch erreichen? Und Sie wollen das Ziel ja auch erreichen. Machen Sie so eine Skala von 1 bis 10. 1 ist im Prinzip so gut wie gar nicht erreichbar und 10 ist absolut erreichbar. Und wenn Sie sich da auf mindestens 8 einstufen, dann ist es ein realistisches Ziel. Ansonsten müssen Sie tatsächlich Ihre Zielformulierung, Ihre Ziele nochmal überprüfen. Und dann haben wir noch das T in unserer SMART-Formel für terminiert. Also wann legen Sie los und bis wann wollen Sie dieses Ziel erreicht haben? Und hier nochmal der Hinweis, verlieren Sie trotzdem Ihr motivierendes Oberziel nie, nie, niemals aus den Augen. Die smarten Ziele begleiten Sie auf dem Weg dorthin. Ja, sehr schön. Vielleicht hier jetzt auch noch, also bei mir war das so, dass diese SMART-Formel zum ersten Mal, ich komme ja aus der Trainingswissenschaft ursprünglich, und bei mir ist die SMART-Formel eigentlich das erste Mal zum Einsatz gekommen, als ich ein Trainingsziel für mich formuliert habe. Da ist es immer ganz schön zu erkennen, dass man eben auch nicht nur einfach sagt, ich möchte meine Ausdauer verbessern oder so. Und da merken wir das ja auch schon dann im Umgang mit unseren Mitgliedern, wie wir vielleicht auch hier diese Formel sogar direkt schon anwenden dann oder anwenden können. Ja, und das Schöne ist halt auch bei dieser Formel letzten Endes, dadurch, dass diese Ziele gut überprüfbar sind, diese Prozessziele, motivieren sie natürlich auch. Also das heißt, auch diese kleinen Schritte haben wieder eine motivierende Wirkung, um das große Ganze zu erreichen. Genau. Aber du willst uns noch was zur Zielformulierung sagen, richtig? Natürlich.
Vielleicht lehnen Sie sich jetzt mal kurz zurück, nehmen sich mal einen Moment Zeit und überlegen auch mal, wir laden Sie dazu ein, welches Ziel Sie denn motiviert. Was hat denn auf Sie eine Sogwirkung? Und natürlich sind Sie dann auch im Anschluss an dieses Webinar herzlichst von uns allen dazu eingeladen, sich noch etwas Zeit zu nehmen, Ihr Sogziel, Ihr Oberziel zu formulieren und das Ganze dann halt in smarte Prozessziele herunterzubrechen. Das kann vielleicht bei unseren Studierenden der Top-Studienabschluss sein. Vielleicht sagt der ein oder andere, muss nicht top sein, ich möchte es nur beenden. Das ist auch ein Ziel. Von Unternehmensseite kann es durchaus auch sein, dass man sagt, okay, wir wollen auch 2021 unsere Mitarbeiter, unsere Kundenzufriedenheit steigern. Eventuell sagt der ein oder andere auch, wir sind damit zufrieden, wir wollen das erhalten. Ja, und auch das ist ja im Prinzip eine Zielformulierung. Dazu benötigt es aber ein bisschen Zeit. Das schafft man in der Regel, also zumindest so aus meinen Erfahrungen, wenn du da andere hast, Sandra, gerne eingeben, nicht in 5 Minuten. Aber jetzt kommen die Weihnachtstage, reflektieren Sie einfach so ein bisschen, nehmen Sie sich vielleicht einfach ein weißes Blatt Papier und notieren Sie sich, was Ihnen dazu einfällt. Das ist eine schöne Anregung. Und ja, ich habe das auch ja schon mehrmals gemacht. Und es ist einfach auch wirklich interessant, wenn man sich damit näher beschäftigt, wenn man sich auch die Zeit dafür nimmt. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht an der Stelle noch ergänzend zu sagen, dass das jetzt alles natürlich die Theorie ist. Und wir wollen jetzt schon mal einen kleinen Schmankerl noch auch ein bisschen so in die Praxis dann werfen. Und da ist uns bei der Vorbereitung eben auch nochmal so ein ganz bekanntes Sprichwort, das man so oft schon gehört hat, selbst vielleicht sogar auch hier und da für sich anwendet oder jemandem den Ratschlag, diese Floskel auch mitgibt. Der Weg ist das Ziel. Ich sage jetzt mal, die meisten uns kennen dieses Sprichwort. Und doch, wenn wir uns näher mit der Bedeutung auch auseinandersetzen, dann gewinnen wir da auch nochmal echt gute Erkenntnisse daraus. Und zunächst einmal, das Sprichwort ist von einem chinesischen Philosophen Konfuzius. Auch das ist vielleicht vielen ein Begriff. Und interessant ist eben auch das, was er damit ausdrücken wollte, dass eben nicht immer nur die Zielerreichung ganz weit oben im Fokus ist, sondern auch der Weg zum Ziel schon manchmal wichtig oder wichtiger sein kann. Und dass wir das eben auch mal uns nochmal bewusst machen. Und ja, wie Sie jetzt hier auf dem Bild sehen, dieser Weg ist jetzt ganz straight und klar. Aber die Realität sieht eben nicht immer so aus. Also wir haben auch mal Wege auf dem Weg zum Ziel eben, da kann der Weg auch mal Kurven schlagen. Er kann, wie es auch hier ein bisschen abgebildet ist, hoch und tief gehen. So ist es nun mal. Also wir werden hier auf dem Weg ganz viele Phasen auch durchlaufen. Gerade jetzt, wenn wir dann wirklich dieses große Ziel, dieses Oberziel vor Augen haben. Und wie es oft im Leben so ist, es gibt natürlich heiß und kalt, gut und schlecht, Nordpol, Südpol, das gehört alles dazu. Und das sollten wir uns auch wirklich im Hinterkopf behalten. Und an der Stelle ist eben auch ganz wichtig, dass auf unserem Weg eben auch Phasen kommen können. Da werden wir mal unserem Ziel deutlich schneller und näher kommen. Es wird Phasen geben, in denen wir vielleicht auch wieder Rückschritte machen, massive Rückschritte oder massive Fortschritte. Und es kann natürlich auch Phasen des Stillstandes sein, dass der Weg einfach auch mal von einem gewissen Stillstand geprägt ist. Und das sollte für uns auch bewusst sein, dass das eben vorkommt. Das ist, ich sage jetzt mal, normal in diesem Prozess auch der Zielerreichung. Und da haben wir uns auch natürlich überlegt, was können denn normale Barrieren sein, die uns auf diesem Weg begegnen? Ganz kurz. Ja, gucken Sie sich vielleicht auch einfach mal um, betrachten Sie mal den Weg, den Sie bis hierher auch schon zurück
gelegt haben, wenn sie da bei jeder kleinen Herausforderung, ich sage jetzt einfach mal, den Kopf in den Sand gesteckt hätten, dann wären sie sicherlich nicht da, wo sie jetzt sind. Und auch das ist der Weg zu ihrem Ziel. Danke, richtig. Sandra. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, war sehr lieb. Dankeschön. Ja, und wenn wir auch zurückschauen, haben wir ja auch Erfahrungen sammeln können. Und was wir uns jetzt aber einfach auch bewusst nochmal vielleicht anschauen, sind diese, wie gesagt, schon normalen Barrieren oder auch Hürden, also auch Steps, wie man es oft so sagt. Gewisse Steps sind notwendig, um voranzukommen. Und eine Hürde oder eine Barriere kann zum Beispiel auch Ressourcen sein. Was ich damit meine oder was wir damit auch zum Ausdruck bringen möchten, ist gerade eigene Ressourcen. Das kann das eigene Wissen, Know-how sein. Es kann die Energie sein. Es kann aber auch mal Zeit oder Geld sein. Deswegen sind eigene Ressourcen ganz wichtig, dass wir da immer wieder vielleicht auch mal innehalten, nochmal neu bewerten. Haben wir nach wie vor die nötigen Ressourcen, um weiterzukommen? Dass wir wirklich hier die Ausdauer bis zum Ende, also bis zu der gewissen Zielerreichung haben. Und das kann eben manchmal auch sein, dass man dann feststellt, okay, ich muss meine Ressourcen auch mal anders einteilen. Wir sprechen ja auch heute umwelttechnisch oft von Ressourcen, aber auch bei der Zielerreichung ist das Thema Ressource doch sehr von Bedeutung. Eine weitere Barriere oder eine weitere mögliche Barriere kann oder können Glaubenssätze beziehungsweise auch Gewohnheiten sein. Auch hier oft, vielleicht kennen Sie Ihre eigenen Gewohnheiten oder Glaubenssätze, denen Sie oft so, ja, Raum schenken in Ihren Gedanken. Es ist auch manchmal sehr einfach oder auch gemütlicher, wenn man gewissen Gewohnheiten nachkommt, wenn man die einfach so weiter mit sich nimmt. Aber im Hinblick auf die Zielerreichung ist dieses Durchbrechen von Gewohnheiten und auch dieses, ja, Durchbrechen von Glaubenssätzen enorm wichtig, denn sie können uns manchmal sonst sehr, sehr ausbremsen. Klare Glaubenssätze wie, das schaffe ich nicht, das habe ich noch nie geschafft, können eben auch ungemein bremsen. Deswegen sollte man sich, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, natürlich auch ganz klar mit den eigenen Gewohnheiten, Glaubenssätze vertraut machen und diese kennen, die einen wirklich vielleicht sogar aufhalten oder bremsen können. An der Stelle passt auch ganz gut als Ergänzung die sogenannten Ängste. Ängste können natürlich, also Angst vor Höhe kennen Sie auch, aber es gibt natürlich auch Angst vor Versagen oder Angst des Verlustes. Und auch hier ist eben wichtig, dass wir uns über unsere eigenen Ängste wieder bewusst werden. Bewusst werden heißt aber nicht unbedingt, dass wir ihnen jetzt ungemeinen Raum schenken, sondern nur, dass wir unsere Ängste kennen und diese vielleicht aber auch ganz bewusst mal dem gegenübertreten, auch mal überlegen, sind es wirklich Ängste, die jetzt bei der Zielerreichung eine Rolle spielen oder ist es manchmal einfach nur eine Angst oder Ängste, die eigentlich nicht wirklich als Angst oder Ängste hier in diesem Kontext einzuordnen sind. Ja, dann auch eine, ich sage jetzt mal in dem sogar schöne Barriere, sind fehlende Unterstützung. Drücken wir es anders aus. Wie schön ist es, wenn wir wirklich auch Unterstützung annehmen. Wir lernen das ja schon von früh auf, dass man wirklich auch sich Unterstützung, Hilfe sucht. Und das kann eben im Kollegenkreis sein, das kann von jemandem sein, der einfach vielleicht erfahren ist, das kann externe Hilfe sein, das kann auch mediale Hilfe sein, dass man über hier eben auch Webinare, Vorträge sich Hilfe sucht. Und wenn man eben Unterstützung nicht annimmt, kann das sein, dass man es alleine eben halt nicht in dieser Geschwindigkeit und nicht mit dieser Energie erreicht. Und zusammen im Team oder mit jemandem, der da einfach unterstützend mitwirkt, kann es manchmal schneller und vielleicht sogar auch erfolgreicher sein bei der Zielerreichung. Und ja, also deswegen seien Sie auch hier offen für Unterstützung. Und Sabine, du hast es vorher auch schon angesprochen, es ist ungemein wichtig, auch realistische Ziele zu setzen. Gehen Sie weg von unrealistischen Zielen. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, Marktführer in den nächsten 3 Monaten zu werden.
Das ist in dem Moment sehr schön, wenn man dieses Ziel hat, aber es sollte eben auch realistisch sein. Und dazu bedarf natürlich auch vielen kleinen Schritten, um einen gewissen Marktführeranteil zu erreichen. Wie gesagt, das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber eben auch wirklich hier nochmal ganz kurz innehalten und nachdenken, ist es denn auch realistisch? Kann das wirklich so erreicht werden? Denn realistische Ziele, die wir auch wirklich die kleinen Schritte erreichen, sind ja einfach auch motivierender, geben wieder neuen Elan, neue Energie. Eine weitere Barriere oder Barrieren ist eben auch, wenn ich keinen Plan habe oder keine konkrete Strategie. Das heißt, wann, wie, wer, mit wem. Ganz klassisch diese W-Fragen auch. Dass man dann eben, ich sage jetzt mal auch, so ähnlich wie bei einem Businessplan, ganz genau wirklich hier einen Plan verfolgt, in kleinen Schritten, konkret auch Zeitfenster dafür einplant. Das kann eben auch schön helfen, um immer wieder so ein bisschen den Abgleich zu finden. Und dann möchte ich noch eine abschließende Barriere aufgreifen. Emotionen. Sie merken schon an meinem Blick, Emotionen. Emotionen können uns ungemein vorantreiben, wenn sie positiv bestimmt sind, wenn wir gute Gefühle bei etwas haben, wenn uns etwas Freude bereitet, wenn wir einfach mit dem Herzen dabei sind. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen Begriff Herzenswunsch. Wenn wir einfach uns auch immer wieder bedenken, wie sehr uns die Arbeit oder das Erreichen von Zielen, von Teilzielen eigentlich Freude bereitet und dieses, was uns dann auch erwartet, wenn wir es erreicht haben, dieses Gefühl dabei, das kann eben auch immer wieder uns auf den Weg zurücklenken, dass wir da wirklich wieder klar mit unseren Emotionen dabei sind. Und wir sehen es bei Kindern, wenn wir etwas mit Freude machen, gelingt es uns auch meistens besser. Sie haben oder kennen vielleicht auch weitere Barrieren aus Ihrer bisherigen Lebenszeit und machen Sie sich darüber einfach auch bewusst, was waren vielleicht auch bisher Barrieren und wie können Sie in Zukunft mit den von Ihnen bekannten Barrieren auch umgehen. Und da möchte ich einfach nochmal zurück auch zu diesem Sprichwort, der Weg zum Ziel, umgedreht eben auch hier ganz wichtig, wie sieht denn der nochmal in Teilschritten aus? Auf jeden Fall. Und auch hier ein Tipp, die Barrieren auch einfach mal aufschreiben. Aufschreiben, mir hilft es dann auch manchmal, wenn ich so merke, das ist eine Barriere, das Blatt Papier nehmen, knüllen, in den Papierkorb werfen, so symbolisch, okay, es ist keine Barriere mehr. Ich, es klingt jetzt vielleicht witzig, aber manchmal hilft einfach nur so eine Geste, okay, Barriere, ich habe dich jetzt zur Seite geräumt. Und auf diesem Weg ist also eben das Warum ganz wichtig. Die Sandra hat es ja auch gerade schon gesagt, der Weg zum Ziel ist bestimmt durch mein Warum, das heißt durch meine Vision. Und dafür brauche ich natürlich auch einen Plan, ich brauche dafür eine Strategie, ich muss meine Glaubenssätze überprüfen und gegebenenfalls eben auch aushebeln. Ich muss meine, hat die Sandra ja auch schon gesagt, meine Gewohnheiten überprüfen und gegebenenfalls ändern. Ich ordne alles meinem großen Oberziel unter und eben in kleinen Teilschritten und suche intensiv nach Lösungen. Ich denke lösungsorientiert und nicht problemorientiert, denn schließlich will ich meinem Big Picture, meinem Ziel, meiner Vision, egal wie Sie es jetzt auch immer beschreiben wollen, dem möchte ich näher kommen. Ja, und am Ende, wenn ich es dann erreicht habe, dann dürfen wir auch feiern oder Sie dürfen feiern und sagen, ich habe das Ziel erreicht. Und natürlich, es gibt auch manchmal, also Visionen sind auch oft so formuliert, dass man sie nicht wirklich bis zum Endergebnis erreicht. Man ist immer einen Schritt davon entfernt, aber dafür ist es eben auch eine Vision. Aber feiern Sie sich, feiern Sie auch Ihre kleinen Teilschritte. Ganz, ganz wichtig. Erfolge, Sandra hat es eben schon gesagt, motivieren, lösen positive Emotionen aus. Genau.
Belohnungen können das sein, kleine, einfach für sich ganz bewusste Momente dann auch bei diesen Teilschritten einräumen. Ganz, ganz wichtig auch, dass man da auch wirklich genug Raum freiräumt. Ja. Sabine, du hast am Anfang gesagt, du gibst uns auch eine Reflexion oder wir wollen auch nochmal das Jahr reflektieren. Und ich sag mal, du startest einfach mal und ich greife nochmal dann im Anschluss deine Aspekte auf. Was war denn so 2020? Was können wir auch dann daraus ziehen? Sehr, sehr gerne. Ja, also Sandra hat schon gesagt, was können wir aus dem Jahr 2020 mitnehmen? Ein Thema, das uns sicherlich alle verbindet und das natürlich auch eine sehr dominante Position immer noch einnimmt, ist das Thema Corona. Aber wir haben auch sicherlich noch viele, viele andere Punkte, die wir aus 2020 mitnehmen können. Wir haben unsere Werte haben sich verändert. Familie steht wieder mehr im Fokus, Freundschaften stehen im Fokus. Wir haben gelernt, uns digital zu vernetzen. Wir haben uns neu ausgerichtet. Wir haben neue Formate. Sie haben neue Formate ausprobiert. Wenn ich überlege, was unsere Studierenden uns berichtet haben, wie schnell sie im März einfach wirklich mit einem banalen Smartphone angefangen haben, Kursformate aufzunehmen, im Kursraum das den Mitgliedern zur Verfügung gestellt haben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wenn Sie meine Haut sehen würden, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. So stolz war ich auf unsere Studierenden, weil die gesagt haben, wir machen das, wir ziehen das jetzt halt einfach durch. Unsere Mitglieder sind uns wichtig und wir machen einfach Formate, dass wir die auch zu Hause zufriedenstellen können, dass sie zu Hause mitmachen können, dass wir zu Hause präsent für unsere Mitglieder sind. Wir haben vielleicht auch wieder gelernt, kleinere Dinge im Leben wertzuschätzen. Wir fokussieren uns neu. Wir fördern unsere Kreativität. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der uns sicherlich allen ins Bewusstsein gerückt ist, ist die Gesundheit. Also ich hatte es ja auch anfangs gesagt, als die Sandra mich nach meinen Vorsätzen gefragt hat. Einer meiner Vorsätze ist halt auch die Gesundheit. Aber ich denke, es spielt für jeden Einzelnen von uns natürlich auch eine große Rolle, hat einen großen Stellenwert eingenommen. Ja, absolut. Und aus dieser Reflexion und aus dem, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wollen wir natürlich auch jetzt, wir wollen ja immer weiterkommen, auch in jetzt nicht immer nur zielorientiert, sondern einfach auch von unserem Wissen. Und das können wir eben auch hier nochmal schön verknüpfen, denn wir können das, was wir jetzt alles im Jahr 2020 nochmal so reflektieren, vielleicht jeder für sich oder auch im Unternehmen zusammenträgt, wir können es auch umdeklarieren, auch in Chancen. Und ich finde, dieses Wort Chancen ist so positiv geprägt. Und aus diesem Grund wollen wir einfach auch nochmal mögliche Chancen zusammenfassen. Also was können wir alles aus dem Jahr 2020 mitnehmen, die Chancen nutzen, um dann wirklich im Jahr 2021 daraus noch was zu machen? Wir haben uns da ein paar Stichworte aufgeschrieben. Wir haben alle gelernt oder sind vielleicht noch dabei in so einem Prozess, wo wir gewisse Gewohnheiten ablegen, wo wir Gewohnheiten beibehalten, Gewohnheiten, die wir aber auch ändern. Aber wie wir es vorher gehört haben, das Ablegen oder das Verändern von Gewohnheiten geben uns eben auch Chancen und neue Perspektiven. Und wir haben schon auch in dem ersten Schritt gemerkt, dieser Bedarf an Angeboten, also ob das jetzt wirklich im Hinblick von Vorträgen ist, dass wir die Mitglieder auch unterstützen, ob es wirklich Videos sind, die sie zu Hause mitmachen können, nutzen können, ob es Unterstützungspakete sind, auch vielleicht in mentale Ebene oder Ernährungsebene. Der Bedarf an diesen Angeboten ist jetzt enorm gestiegen, er ist geschaffen worden. Und wir haben im Jahr 2020 auf eine ganz andere und neue Art Gesicht und Präsenz gezeigt. Mehr denn je auf eine andere Art und Weise. Wir haben unser Gesicht, unsere Präsenz verändert, gerade ganz stark auf medialem Wege. Und auch da können wir feststellen, das kam gut an und das ist auch eine Chance, da weiter dran zu arbeiten.
aber auch eben die Erkenntnis, dass neue Werte erschaffen wurden. Neue Werte, die jetzt gerade für uns in der Gesundheit- und Fitnessbranche unglaublich von Bedeutung sind. Und nochmal hier so eine starke auch Gegenwärtigkeit bekommen haben. Und die sollten wir jetzt auch nutzen. Und auch wir haben die Chance bekommen, den Reset-Button, wenn wir wollen, zu drücken. Was ja oftmals auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist, wenn man manchmal so einen kleinen Reset einlegt, nochmal neu überlegt, war das der richtige Weg, den wir bisher gewählt haben? War es die richtige Ausrichtung? Und wenn ja oder nein, wie können wir da einfach auch weitergehen in das Jahr 2021? Und auch das Jahr verbirgt wieder für uns ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, aus diesem Bedarf an Angeboten können wir jetzt Weiterentwicklungen. Das kann vielleicht auch mal noch professioneller sein, noch umfangreich, noch zielorientierter, dass wir da auch mal erforschen, was wollen denn vielleicht auch unsere Mitglieder. Auch die Entwicklung von unserer Seite, von der Hochschule. Wir sind ja auch stetig dabei, wirklich hier noch professioneller, noch zielorientierter unsere Angebote auszurichten. Dass wir immer wieder auch diesen Fokus, der Wunsch nach Gesundheit, dass der auch weiterhin im Jahr 2021 wahrscheinlich noch wachsen wird und wir jetzt wirklich diese Gelegenheit haben, da auf ganz vielfältige Art und Weise zu unterstützen. Das gibt uns ungemein viele neue Chancen. Aber auch Chancen, wir müssen dabei umdenken. Es hat schon in gewisser Weise ein Umdenkungsprozess stattgefunden auf vielerlei Ebenen, aber wir müssen es auch zulassen. Also da auch offen und bereit sein jetzt für das, was kommt und eben auch mal anpacken, testen, was funktioniert vielleicht besonders gut oder auch weniger gut. Und in diesem Kontext ist auch das Stichwort Nachhaltigkeit sehr, sehr von großer Bedeutung, dass wir auch hier Nachhaltigkeit schaffen. Dass das nicht nur ein Trend ist, dass es wirklich Langzeiterfolge auch hat. Und ich glaube auch, wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben unglaublich viele treue Mitglieder. Oder Sie draußen haben unglaublich viele treue Mitglieder. Und die werden uns auch im Jahr 2021 bleiben. Wir müssen eben nur auch hier gucken, wie können wir die jetzt einfach noch mehr catchen, noch mehr mitnehmen. Und in diesem Kontext spielt auch die Digitalisierung weiterhin. Und ich wage mal auch ganz sicher zu sagen, wahrscheinlich in Zukunft noch eine deutlich größere Rolle. Also wir werden da wahrscheinlich wirklich in den nächsten Monaten noch viele schöne digitale Projekte starten oder auch natürlich Sie zu Hause. Ja, und diese Chancen möchte ich auch noch mal ein bisschen noch tiefer beleuchten. Und zwar kennen Sie ganz bestimmt oder haben schon mal von dieser SWOT-Analyse gehört, also Stärken, Schwächen beziehungsweise Risiken und Chancenanalyse. Es ist eher so eine Analyse, gerade so ein bisschen aus dem Prozessmanagement auch, um hier wirklich so ein bisschen sich mit dem Wettbewerb auch zu vergleichen. Das heißt, zu schauen, wo liegen meine Stärken, Schwächen und wie gesagt eben auch Risiken und Chancen. Und da auch wieder jetzt nochmal für Sie einfach die Anregung, dass Sie sich mal überlegen, aus welchen von Ihren Stärken ergeben oder können sich neue Chancen ergeben. Werden Sie sich über Ihre Stärken bewusst und nutzen Sie eben auch hier diese Stärken, um diese auch in Chancen umzuwandeln. Chancen jetzt nicht immer nur gegenüber dem Wettbewerb, sondern einfach für sich und als Chance für ihre Mitglieder auch. Und da ist es eben auch ganz wichtig, auf der anderen Seite die Schwächen erstmal zu kennen, um diese auch wirklich diesen gegenüberzutreten und diese dann zu eliminieren, beziehungsweise auf jeden Fall auch zu reduzieren, um daraus eben auch neue Chancen zu entwickeln und nutzen zu können. Und wir haben natürlich auch noch den Zusammenhang mit den Risiken. Das heißt, auch hier sollte man sich klar werden, welche Stärken können denn auch meine Risiken minimieren. Das ist ja auch ein Ziel auf der einen Seite, gewisse Risiken zu minimieren. Dazu muss ich meine Stärken kennen und die halt eben auch dann ausbauen. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, Verteidigungsstrategien entwickeln, damit sie Schwächen nicht zu Risiken werden lassen.
Das wiederum kann jetzt natürlich auch einmal für die Unternehmen sehr hilfreich sein, aber auch vielleicht für die Studierenden. Ich meine, wir kriegen das ja auch immer mit. Wir wissen oder viele Studierenden kennen ja auch ihre eigenen Stärken, ob das gewisse Module sind oder Schwächen, ob das gewisse Prüfungsraten von Prüfungsleistungen sind. Und da einfach auch das jetzt wirklich als, ja, für sich als kleine Stärken, Schwächen und Chancen-Risiken-Analyse zu nutzen. Und wir haben uns auch dazu ein paar Gedanken gemacht, die uns jetzt die Sabine mal vorstellen möchte. Ja, vielen Dank, Sandra. Also ich schließe mich dem an, auch vielleicht einfach mal machen und ausprobieren. Und dann kommen wir zu unseren drei relevanten Akteuren, also zum Unternehmen, zu den Mitarbeitern im Unternehmen und natürlich auch zu unseren Mitgliedern. Das Unternehmen hat natürlich ganz klar wirtschaftliche Ziele, Umsatz, Gewinn, Marketingziele. Wir haben schon zu Beginn gesagt, das ist nicht das Ziel oder die Ausrichtung unseres Webinars. Wir zwei sind eher so für die Soft Skills zuständig. Aber was können wir aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021 mitnehmen? Die Sandra hat eben schon gesagt, welche Chancen tun sich denn hier auch auf? Wie kann ich denn auch meine Mitarbeiter als Unternehmen in die Zielplanung des Unternehmens integrieren? Und dann sind wir natürlich auch schon bei dem nächsten Akteur. Was möchte denn der Mitarbeiter im Unternehmen, aber natürlich auch für sich persönlich erreichen? Ein Beispiel für unsere Studierenden, das Studium erfolgreich absolvieren, das Studium erfolgreich fortzusetzen. Was nimmt denn der Mitarbeiter aus dem Jahr 2020 für sich, auch für das Unternehmen mit? Also es sind ja ganz viele Schnittstellen, die da zusammenkommen. Und auch die Identifikation mit dem Unternehmen und dessen Zielen spielt natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und dann kommen auch unsere treuen Mitglieder. Wie können wir oder wie kann das Unternehmen, wie kann der Mitarbeiter das Mitglied bei der Zielerreichung unterstützen? Ideen für zu Hause haben wir eben schon gesagt, um die Mitglieder zu unterstützen, um präsent zu sein, das neue Gesicht, mehr Gesicht zu zeigen. Und auch, was können denn die Mitglieder für sich aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 mitnehmen? Wie können Motivation, wie können die Volition erhalten, überhaupt erzeugt? Wie kann das Ganze gesteigert werden? Jeder dieser drei Akteure hat natürlich eigene persönliche Ziele. Ganz logisch, aber ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich die Zusammenarbeit dieser drei Akteure. Je besser die zusammenspielen, je besser die vernetzt sind, beispielsweise durch gute Kooperationen, durch einen guten Austausch, durch eine gute Integration zum Beispiel des Mitarbeiters in die Unternehmensplanung, in die Unternehmenszielplanung, umso besser kann jeder einzelne von den dreien auch die Ziele erreichen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Das ist eine Riesenchance, die Sie damit ja erreichen können. Und ich glaube, oder nein, ich weiß, Sandra, du wirst das jetzt auch nochmal aufgreifen und das in so einen Rahmen von unserem Beginn des Webinars bringen. Genau. Sie können sich vielleicht noch an die von mir eingangs gezeigte Folie Vorsätze versus Ziele erinnern. Und was wir jetzt aber zum Ausdruck bringen möchten, auch nochmal, dass Vorsätze, also Absichten, die wir haben, manchmal auch Vorsätze bleiben. Das kennen Sie vielleicht. Vorsätze können uns aber auch bei den Zielen, bei den Wegen, bei der Zielerreichung unterstützen. Und manchmal können auch gewisse Vorsätze zu Zielen werden. Was aber ganz entscheidend ist, dass Sie sich, auch wenn Sie sich jetzt schon Gedanken gemacht haben oder eben auch im Nachgang noch Gedanken machen, sehen Sie einfach diese beiden Teile als eine Art, eine schöne Symbiose an, dass die sich gegenseitig eben auch unterstützen können. Und mit diesem Gedanken möchte ich Sie einfach jetzt mal so weiter das auf sich wirken lassen. Und wir schauen uns aber noch mal ein bisschen an, wie das auch in der Praxis ausschauen kann.
Genau, hier so ein kleiner Impuls, um unsere Theorie mit in die Praxis zu nehmen. Als Beispiel einen kleinen Zielplaner. Auf welchem Teilziel liegt denn mein Fokus? Wir laden Sie dazu ein oder eine Empfehlung unsererseits, dass Sie sich vielleicht jeden Tag mal so 10 Minütchen dafür Zeit nehmen, mindestens aber 3-mal in der Woche, damit es auch zu einer Regelmäßigkeit wird. Und ja, welches Teilziel ist mir wichtig, ist Ihnen wichtig? Was ist denn die wichtigste Aufgabe, damit ich dieses Teilziel erreiche? Und welche Schritte benötige ich denn dazu? Und dann haben wir eben schon gesagt, letzten Endes, was ist denn besonders gut gelaufen? Reflektieren Sie einfach mal Ihre Erfolge. Da muss sich niemand vor verstecken. Jeder Mensch hat Erfolge. Aber das, was besonders gut gelaufen ist, motiviert natürlich, hat auch wieder diese Sogwirkung. Was möchten Sie denn häufiger erleben, dass Ihnen ein gutes Gefühl in Ihnen ein gutes Gefühl auslöst? Und das setzt natürlich auch wieder ganz, ganz, ganz viel Energie für Ihren Zielweg frei. Denn der Weg ist auch das Ziel, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Genau. Und ich glaube einfach, jetzt ist auch der Zeitpunkt nochmal gekommen, um einfach nochmal ein bisschen optimistisch in das neue Jahr zu gehen. Nochmal vielleicht auch ein bisschen zusammentragen, was da alles auf uns wartet, wo der Fokus von uns liegt. Und da sind Sie auch natürlich wieder eingeladen, da uns noch mehr zu unterstützen. Wir haben hier mal ein paar optimistische Ziele zusammengetragen. Genau. Und wir wollen mit Ihnen einfach gemeinsam und mutig und zuversichtlich in das neue Jahr sehen. Wir wollen uns optimistische Ziele setzen. Menschen brauchen Gesundheit. Die Gesundheit ist dieses Jahr so sehr in den Fokus gerückt, wie ich glaube, in den letzten Jahren überhaupt, ja, so wie es vorstellbar ist. Das heißt, Menschen brauchen Gesundheit, Menschen brauchen Training, Fitness mehr denn je. Und unsere Dienstleistungsbranche ist bei einer guten Dienstleistung, einer sehr guten Dienstleistungsqualität gefragter denn je. Das heißt, wir bewegen uns auf einem Weg hin und sind ein Teil der Gesundheitsversorgung. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit, was die Sandra eben auch schon erwähnt hat. Fitness ist nicht nur ein Trend und nicht nur eine Modeerscheinung, sondern Fitness, Training, Gesundheit, das sind unsere Zukunftsperspektiven. Und wir bewegen uns auf einem Markt, wo Gesundheit einen ganz, ganz, ganz großen Stellenwert hat, um nicht zu sagen, den Stellenwert überhaupt. Und lassen Sie uns einfach gemeinsam optimistisch sein. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Definitiv. Sie sehen, wir haben auch noch links und rechts ein paar Lücken gelassen, dass die vielleicht auch für sich noch hier optimistische Ziele ergänzen können. Und wir ziehen an der Stelle jetzt nochmal, ich sag mal, Bilanz oder ein Fazit. Wir wollen nochmal so die 3 Big Points einfach auch nochmal aufgreifen. Wir haben uns oder sind wahrscheinlich uns jetzt auch ganz klar darüber, dass hier eben ohne Ziele, und wir haben das in der Harvard-Studie erkannt, ohne wirklich klar definierte und schriftlich fixierte Ziele auch keinen Weg gibt. Es ist planlos, es führt einfach irgendwo hin, aber ganz wichtig ist auch hier dieses Ziel eben vor Augen zu haben. Auf der anderen Seite aber auch das Wissen, dass der Weg zum Ziel auch eben ganz bewusst wahrgenommen werden kann, dass es hier Höhen und Tiefen geben kann. Wir wissen auch, und das ist eben das, was auch ein schönes Gefühl gibt, dass die Dienstleistungsbranche Fitness und Gesundheit eben mehr denn je gefragt wird. Und das, das lässt oder sollte uns Mut und Zuversicht genug geben, um dann wirklich auch im dritten und weiteren Fazitpunkt hier optimistische Ziele setzen, gerne auch gemeinsam in Ihrem Unternehmen, denn gemeinsam sind wir stark. Und das ist nochmal so ein schöner Hashtag, nicht der Abschluss-Hashtag, denn wir haben uns noch auch für Sie natürlich zum Abschluss ein paar nette Hashtags überlegt, die wir jetzt auch natürlich noch kurz Ihnen zeigen möchten. Genau, lassen Sie uns gemeinsam stark sein, unsere Chance ergreifen hin zu Gesundheit, Ziele setzen, in Bildung investieren, Bildungsinfluencer werden, fit sein
Und wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam und optimistisch in eine gesunde Zukunft starten. Ja, an dieser Stelle ein paar Impulse für den Nachhauseweg. Ja, und an der Stelle wünschen wir Ihnen natürlich ganz besinnliche Weihnachten, gerade in dieser, sag ich mal, auch ein bisschen verrückten Zeit, und einen ganz guten und besonders gesunden Start ins Jahr 2021. Einmal von unserer Seite, von Sabine, von mir, aber auch von vom ganzen Team der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit und natürlich auch der BSA Akademie. An der Stelle wirklich auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön für das vergangene Jahr. Wir sind noch ein bisschen da, genau. Sabine, du willst auch noch was sagen? Dem kann ich mich nur anschließen, und ich bedanke mich auch bei allen, oder wir bedanken uns bei allen Unternehmen, Studierenden, bei allen, die jetzt hier zugehört haben, teilgenommen haben, und ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank, Sandra. Ja, sehr gerne. Und wir sind aber jetzt auch noch da, also wir haben natürlich auch noch vielleicht Fragen, vielleicht hat Professor Dr. Andrea Pieter auch interessante Fragen jetzt schon aufgegriffen, die wir gerne noch in einem Anschluss beantworten können. Oh ja, bei uns im Chat ist mächtig was los. Vielen, vielen Dank für diese vielen Anmerkungen, die Sie eingestellt haben, zu Ihren eigenen Zielen, uns daran ein bisschen teilhaben lassen, für sehr viel Lob, das ich hiermit auch gerne weitergebe, und für sehr, sehr viele interessante Fragen, die wir wahrscheinlich jetzt gar nicht alle schaffen. Ich würde sagen, wir beginnen, und alles, was wir nicht schaffen, bearbeiten wir im Nachgang schriftlich und wird Ihnen zugestellt. Wenn ich so ein bisschen die Stimmung im Chat zusammenfassen würde, würde ich sagen, ich glaube, unsere Teilnehmer sind alle schon auch optimistisch gestimmt für das neue Jahr, um diese Frage auch mal ein bisschen zu fokussieren. Ja, erste Frage: Können Belohnungen bei der Zielerreichung helfen? Ich greife es jetzt mal auf, Sabine. Ja, sehr gerne. Ja, also Belohnungen auf jeden Fall. Belohnungen können unglaublich helfen. Sie können ganz, ganz wichtig sein. Wichtig aber auch bei Belohnungen ist es tatsächlich so, dass dann wirklich, wenn man jetzt gerade für sich selber auch Ziele setzt, dass die dann auch für sich eben wirklich einen belohnenden Charakter haben. Dass es etwas Besonderes und nicht Alltägliches ist. Das kann eben auch wirklich dann nochmal so ein ganz großen Stellenwert haben und motivieren auf jeden Fall. Ja. Von der gleichen Teilnehmerin eine weitere Frage. Und wie sieht es mit Bestrafungen aus? Ich greife das mal auf, Sandra, weil ich ja eben schon was dazu gesagt habe. Ich drücke es jetzt mal in Anführungsstrichen aus. Auch Schmerz oder Bestrafung kann natürlich bei der Zielerreichung helfen. Das ist ganz, ganz, ganz individuell. Also ich kann jetzt mal für mich sprechen. Für mich ist Schmerz durchaus ein großer Motivator, auf der anderen Seite aber auch dieser Belohnungscharakter. Und das muss jeder für sich tatsächlich auch selber in Erfahrung bringen und reflektieren. Also da ist ganz klar das Wort Selbstreflexion so ein Schlagwort, um zu schauen, was motiviert mich denn mehr, die Belohnung oder die Bestrafung eben auf der anderen Seite. Ja. Nächste Frage: Wie kann ich meine Ziele visualisieren? Oh, ich greife das auf, Sandra, okay? Ich bin gerade im Flow. Also gibt es ganz verschiedenste Tools, auch das ist natürlich höchst individuell. Also manche haben eben wie so ein Zielplaner, auch so ein Zieltagebuch. Andere arbeiten mit so einem Vision Board, bappen sich da Bilder hin oder schreiben sich da ihre Ziele drauf. Manche visualisieren das morgens irgendwie 10 Minuten nach dem Aufstehen oder wenn sie noch im Bett liegen, bevor dem Aufstehen, und überlegen sich so, was ist mein Ziel? Ich drücke es jetzt mal so banal aus, was lässt mich denn überhaupt heute Morgen aus dem Bett aufstehen? Ist ja bei dem dunklen Wetter auch nicht immer so ganz einfach. Muss auch jeder für sich selber ausprobieren. Manchmal, es gibt Menschen, die haben auch 2 oder 3 Tools, und ich kann da auch nur zu einladen,
einfach mal durchprobieren und feststellen, was ist überhaupt das Tool für mich, was ich am liebsten nutze. Eine Frage noch. Ist es wichtig, dass wir uns nach der Zielerreichung immer wieder neue Ziele setzen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So im Klartext, wenn wir Ziele erreicht haben, was ist dann? Also ich finde die Frage sehr, sehr wertvoll. Und also generell ist es, wie wir es gehört haben, immer enorm wichtig, dass wir wirklich uns Ziele setzen, dass wir Ziele im Leben haben, im beruflichen oder auch im privaten. Und uns diese klar definieren und wirklich auch bewusst verankern. Allerdings ist es natürlich auch sehr sinnvoll, dass wenn Ziele erreicht sind, große Ziele erreicht wurden, dass man das dann auch wirklich kurz zelebriert, wie wir es auch gehört haben. Und dann eben aber auch den gewissen Zeitraum einräumt, um wirklich neue Ziele erstmal wieder sich klar werden zu können, diese auch wirklich bewusst zu definieren, wieder schriftlich mit Teilschritten wirklich auch hier ganz strukturiert vorzugehen. Und dann kann das direkt nach einer Zielerreichung sein, es kann natürlich auch mit einem zeitverzögerten Abstand sein. Also beides ist möglich, aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir überhaupt auch Ziele haben. Ich greife da nochmal auf unsere eine Zielart, das Erhaltungsziel. Es könnte ja auch durchaus sein, dass man sagt, okay, wir halten dieses Ziel, wir halten diesen Zustand und dann ist es halt auch ein neues Ziel formuliert, nicht hin zu einer Veränderung, sondern eben den Ist-Zustand, der bleibt jetzt so, wie er ist, wie wir uns damit wohlfühlen. Ja. Angesichts der Zeit würde ich diese Runde nicht mit einer neuen Frage schließen wollen, sondern mit einem Gedanken, der gerade reinkam von einer Teilnehmerin und den wir vielleicht mit ins Jahr 2021 nehmen sollten, nämlich ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Pfeil ohne Spitze. Vielen Dank. Ja, sehr schöne Visualisierung. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, dann schließen wir die Runde, oder? Ja, dann sagen wir nochmal tschüss, schönen Abend und ja, bis ganz bald. Und schöne Feiertage. Erholen Sie sich. Ich habe jetzt auf Übertragung pausiert gedrückt. Du kannst auch auf Aufzeichnung anhalten drücken. Wo denn? Unter dem großen Play-Knopf. Ja, da steht jetzt Übertragung pausiert, Aufzeichnung an.